Warum steht im Lichttempel ein Dunkelalb? Genau so sahen sie vor der Spaltung aus. Die Spaltung? Ja. Wisst ihr, die Alben waren nicht immer in Licht und Dunkel gespalten. Diese Statue stammt aus der Zeit vor dem Krieg, bevor sie die Macht des Lichts entdeckten. Festes Licht. Manches ändert sich wohl nie. Über der Tür ist ein Lichtkristall. Seltsam, sonst klappt das. Ja, ich sehe es. Der Dämmerstein erfüllt deine Axt für kurze Zeit mit Licht. Wie praktisch. Was war das? Wo bleibt denn da die Überraschung? Das Licht! Ah! Oh. So aufgewühlt war der Seelensee noch nie. Ja, liegt das am Fimbulwetter? Natürlich. Er lässt das Licht flackern. Also speist sich der Lichtbrunnen durch den Seelensee. Ja, nach der Schöpfung der neuen Welten fingen gefallene Seelen an, sich in diesen Gewässern zu versammeln. Als die Alben sein Energiepotenzial entdeckten, errichteten sie diesen Tempel. Mit durchschlagendem Erfolg. Viele von ihnen wurden süchtig nach ihrer neu entdeckten Macht. Und so entstanden die Lichtalben. Sehr schön. Auch wenn sich unsere lieben Lichtalben nicht gerade freuen werden. Apropos Lichtalben. Lasst mich wieder mit ihnen reden. Lasst die beiden lieber ihr Ding machen, Bruder. Vielleicht kannst du sie ja zurückwerfen. Lichtalb von links! Rechte Seite! Arme See. Seltsam. Sie kam auf Lichtbrücken herüber, aber die Brücken sind verschwunden. Ich weiß, wie wir rüberkommen. Gut,
für uns. Er hat zwar der Gewalt abgeschworen, aber stark ist er wohl immer. Hier lang. Der Schreiner wartet uns. Kratos, wo gehst du hin? Er sieht sich bloß um. Was tut er manchmal? Ah, eine neugierige Seele. Fahr fort. Sieht anders aus als früher. Alles war zerstört und voll mit diesen Stöcken. Diese Alben verbessern den Tempel mit Alfheims Licht. Und wie es aussieht, auch sich selbst. Sie wirken deutlich gefährlicher als letztes Mal. Das waren nur die Fußsoldaten. Sie werden gefährlicher, je höher wir gehen. Toll. Diese Alben errichten durch das Licht Tore und flößen sich Kraft ein. Was wollen die Dunkelalben damit? Es zur Quelle zurückbringen. Ihnen sind die natürlichen Vorkommen Alfheims heilig. Vor allem das Licht selbst. Ja, der Triumph der Lichtalben hatte einen furchtbaren Preis. Nach der Erschaffung dieses Tempels verdorrte Alfheims einst lebendige Wüste zu einem sturmgeplagten Ödland. Hier oben gibt es mehr Dämmerstein. Inspirierende Lyrik aus der Feder Quasirs. Da sind noch mehr Lichtalben. Ich mach das schon. Vielleicht ist das keine gute Idee. Oh, Freunde, seid gegrüßt. Wir kommen in Frieden. Hier. Zurück. Vater, Vorsicht, die Kugel! Verstehe ich, warum sie kämpfen. Die Dunkelalben wollen die Seelen im Licht bewahren, doch die Lichtalben wollen sie weiter nutzen. So kann man es zusammenfassen, ja. Aber welche Seite hat recht? Das lässt sich selten sagen. Und es steht uns nicht zu. Das können nur die Alben. Das habe ich beim letzten Mal bereits gesagt. Na dann. Viele Lichttore erschaffen. Befestigung. Ja,
Die Dunkelalben dürfen nicht wieder herrschen. Hey, das sieht interessant aus. Thank you.
Wie wär's denn mit Festhalten? Hervorragend. Und jetzt weiter nach oben, ja? Links von dir! Hinter dir, Vater! Was ist mit ihm passiert? Sein Publikum tötete ihn. Naja, ein Mitglied des Publikums. Nun. Das überlasse ich dann wohl euch. Noch ein Lichtsalz! Links! Wir sehen uns drüben. Wow, kann der springen? Der Mystiker sieht uns nicht. Da liegt ein Dämmerstein. Ob wir wohl Dämmerstein einsetzen können? Hier kommen wir weiter hoch. Vater, hier drüben. Und los geht's. Tu, was nötig ist. Lichtkugel, wirf deine Waffe drauf! Linke Seite! Sieh dir diese Statue an, diese Kristalle. Die Algen besitzen sie ebenfalls. Ich frage mich, falls diese Statue in die Kluft fallen sollte. Ja.
da. Das Fundament ist brüchig. Vater kann das leicht umstoßen. Kristalle sorgen für die Lichtbrücken und die Lichtalben tragen sie. Schlau. Fast geschafft. Darf ich? Bereitet ihm die Zerstörung jetzt etwa Vergnügen? Bald fängt er an, Vasen zu zerschlagen. Gehen wir weiter? Na ja, wenigstens nähern wir uns. Schau nach oben. Siehst du? Von innen wirkt es noch größer. Was all das hier unten war. Ach, die Nornen. Warum beharren sie auf diesen misslichen Prüfungen? Das weißt du besser als wir, Bruder. Ich kann mich nicht mehr so gut an die Nornen erinnern. Und das soll auch so bleiben. Dort, da drüben. Sie machen es uns nicht leicht, oder? Weiter, Sokratos. Sehr schön. Noch ein Dämmerstein. Wie schön. Hätte ich gern.